Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei FRM. Am Wochenende fand zum 18. Mal in Possendorf das Teichfliegen statt. Zahlreiche Teilnehmer stürzten sich mit ihren witzigen Gefährten in die Fluten und auch wir waren mit den Kameras dabei. Inzwischen ist das Kinderteichfliegen vor dem eigentlichen Teichfliegen schon eine feste Tradition geworden. Die Kinder bastelten die vier Fluggeräte und präsentierten sie am Samstagnachmittag. Dabei sah es im Frühjahr noch nicht so aus, als ob es in diesem Jahr ein Teichfliegen gibt. Denn der organisatorische Aufwand ist so groß, dass dringend weitere Unterstützung notwendig war. FRM sendete einen Aufruf und rund 20 neue Mitstreiter wurden gefunden. Auch ein eigener Verein für das Teichfliegen konnte gegründet werden. Da lange kein Termin feststand, war in diesem Jahr die Teilnehmerzahl geringer als sonst, aber das könnte sich im nächsten Jahr schon wieder ändern, denn der neue Termin ist für den 15. August 2020 geplant. Und der Moderator Wolle Fürster startete noch einen Aufruf. Ich möchte anspornen für das 20. Teichfliegen und deswegen gebe ich irgendeinem Team, die sich bei mir melden und sagen Wolle, wir bauen ein Objekt für die Erwachsenen, das ist ganz klar. Ja? Und wir brauchen Geld für dieses Objekt, das wir bauen wollen. Wenn es stabil ist, würde ich auch mich reinsetzen und mitfahren. Aber ich gebe 1.000 Euro aus für irgendein Team, die sich bei mir melden und sagen, Wolle, wir bauen ein Objekt für das Jahr 2020. Dann würde ich das bezahlen und wie gesagt, bin ja auch ein Schisser, dass ich hier vielleicht hart lande. Wenn es stabil ist, dann würde ich mich vielleicht auch mit reinsetzen. Also einfach bei mir melden. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Lieber Wolle, wir haben vor einer halben Stunde miteinander gesprochen und haben die Idee entwickelt, dass wir als Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, ebenfalls ein Modell bauen wollen. Jetzt hast du vor wenigen Minuten erzählt, dass du sogar etwas ausgeben möchtest. Wir würden das Ganze natürlich noch ein bisschen verfeinern, wenn es dabei bleibt, und würden einfach sagen, wir würden das Modell so oder so gerne bauen. Das heißt, wir stellen hiermit offiziell den Antrag, obwohl das die anderen Kameraden und Kameradinnen da gar nicht wissen. Das spielt keine Rolle. Da müssen sie durch. Wir stellen den Antrag auf ein Modell, das wir starten dürfen. Und diese sogenannten 1.000 Euro oder welcher Betrag auch immer, den möchten wir gerne spenden. Und zwar der Jugendfeuerwehr hier in Possendorf, damit die auch mit diesem Geld ein Modell bauen können und dann noch eine schöne Zeit damit haben. Das heißt, wir werden es weiterreichen. Und damit haben wir zwei Modelle, einen Kinderbereich und einen Erwachsenenbereich. Ich denke, das kriegen wir gut hin. Wir sind am Start. Vielen lieben Dank, wenn es dabei bleibt. Tolle Sache. Doch nun zum eigentlichen Teichfliegen. Sechs Teams gingen an den Start. Mit einer kleinen Show präsentierten sie ihr Flugobjekt und dann ging es ins Wasser. Letzte Anweisungen. Achtung, die Hochschule. Ey, hallo? Egon! Hier, Jungs, wir müssen dem Körper mal eine kleine Abkühlung verschaffen. Abkühlung? Der braucht Wasser! Der braucht dringend Wasser! Der ist. Los! Kerl, komm! Wir bringen ihm nicht um die Ecke. Wir bringen ihm Feuchtigkeit, Kühle zu. Das hilft! Oh,
glaube ich, gibt es keine Frage, was für eine Nummer. Oh! Er drängt inzwischen an die Macht und bedrängt mich in der Nacht. Ich wollte nur eine Runde spazieren. Oh, ich werde dich verführen. Lauf nur weg, ich kriege dich. Du bist schon äußerst widerlich. Ist denn niemand hier, der kann mich befreien von dies Ungetier? Guten Tag, oh holde Maid. Ich werde sein, der euch befreit. Applaudieren, das war der Tag. Oh, etwas unfreiwillig kam Wolle Fürster dann zu einer eigenen Burg. Nee, der Wolle hat mir gerade gesagt, er kauft die Burg für 300 Euro ab für seinen Garten. Für sein wunderschönes Grundstück in Kaditz. Neben seinem Hexenhaus, neben seinem Whirlpool würde ich dort pranken. Ich freue mich auf die Einladung. Gut, Betty. Hast du gerade gesagt? Heute mir. Hast du mir eins ausgewischt. Ich kaufe die Bock, das Ding jetzt für 300, okay? Aber für nächste Mal, dann wische ich dir eins aus. Ich freue mich auch. Sensationell. Hier sind eure 300 Euro, ne? Dass ihr die gleich habt. Ja. So, schnell. Dass ihr die gleich habt hier. Hat dir es mal gefallen von hier vorne? Super. Borat, ich freue mich bei euch. Wirklich super gemacht. Super gemacht. Wunderbar. Dankeschön fürs Bauen, fürs Zuschauen. Danke an die Kameraleute, danke an die Technik, danke an die Feuerwehrleute, an alle, die mitgeholfen haben. Herzlichen Applaus nochmal für alle, die mitgemacht haben. Dankeschön. Spring hinein in die Badewanne von Dresden. Viel Spaß an der Talsperre Malta. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu einem neuen Talk im Autohaus. Zu Gast ist Peter Weinholz. Er ist Richter am Sächsischen Landessozialgericht in Chemnitz. Er ist frisch gewählter Freitaler Stadtrat und will auch noch weiter in die Politik gehen. Er ist mit seinem Beruf verwurzelt, hat auch ein paar schöne, interessante Hobbys. Und all das über diese Person, Peter Weinholz, erfahren Sie beim Talk im Autohaus. Sie müssen nur eins tun, Sie müssen FRM einschalten. Das können Sie täglich 8.30 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 20.30 Uhr. Und dann schauen Sie einfach mal den Talk im Autohaus mit mir und mit Peter Weinholz. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. Sie sehen Werbung zur Landtagswahl am 1. September 2019. FRM ist gesetzlich zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Früher gab es den Mittelweg. Das war sehr gut zum Zweck. Heute gibt es nur noch links und rechts. Die Mitte, die ist weg. Man hat verlernt zu diskutieren, andere Meinung zu akzeptieren. Warum denn nicht mit allen reden? Von allen das Beste für den Bürger nehmen? Dein Kreuz setzt richtig auf dem Schein. Denn wer regiert, muss ehrlich sein. Sie sehen Werbung zur Landtagswahl am 1. September 2019. FRM ist gesetzlich zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Mein Name ist André Barth, Direktkandidat im Wahlkreis Dippoldiswalde und Umgebung. Liebe Bürger, ich will Sie auf eine kleine Reise mitnehmen und Ihnen zeigen, wofür ich politisch stehe.
Die Weißeritz-Talbahn. Als ehemalig gelernter Eisenbahner ist es für mich ein besonderes Stück Heimat, dass diese Schmalspurbahn nach über 10 Jahren endlich auch wieder bis Schmiedeberg fährt. Wichtig für unsere Landespolitik ist, dass wir diese Industriedenkmäler ordentlich erhalten, ordentlich fördern und deren touristische Vermarktungssituation besser nutzen. Beschämend finde ich, dass nach Aussagen des Altenberger Bürgermeisters eine Landtagsabgeordnete dafür gesorgt haben soll, dass die Bundespolizei aus Altenberg abziehen will. Ich stehe dafür, dass die Bundespolizei so lange in Altenberg verbleibt, bis die sächsische Landespolizei in der Lage ist, 7 Tage die Woche, 24 Stunden die Altenberger Bevölkerung vor Kriminalität zu schützen. Mehr als 30 Gemeinden brauchen mehr als eine Stunde mit dem öffentlichen Personennahverkehr bis Dippoldiswalde. 48% aller Sachsen sind de facto vom öffentlichen Personennahverkehr abgeschnitten. Ich werde mich im Sächsischen Landtag dafür einsetzen, dass wir einen flächendeckenden öffentlichen Personennahverkehr in Sachsen einführen werden. Wir sind hier an der Talsperre Malter. Was wir benötigen, ist ein touristisches Gesamtkonzept. Ein Radrundweg, eine Verbindung von Dippoldiswalde mit der Talsperre und dem Rabenauer Grund für Fahrrad- und Tagestouristen. Ich werde mich im Sächsischen Landtag künftig auch dafür einsetzen, dass wir in Sachsen endlich eine Ehrenamtsrente erhalten. Zudem müssen wir dringend dafür sorgen, dass wir in unserem Wahlkreis flächendeckend die 12-minütige Rettungsfrist dauerhaft einhalten. Ich stehe hier in Kreischau vor der Bavaria Klinik, einem der größten Arbeitgeber in unserem Wahlkreis. Zum Thema Pflege fordere ich die Einführung eines sächsischen Landespflegegeldes, die Initiierung einer sächsischen Pflegeoffensive und die bessere Bezahlung aller sächsischen Pflegefachkräfte. Aus unserem Wahlkreis hat man oft eine weite Sicht auf Dresden. Doch aus Dresdner Sicht ist dieser Wahlkreis sehr weit weg. Das muss sich dringend ändern. Deshalb am 1. September Erststimme André Barth und Zweitstimme für die Alternative für Deutschland. Sie sahen Werbung zur Landtagswahl 2019. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Auf Einladung unseres Innenministers Professor Roland Wöller kam die Bundesministerin für Landwirtschaft nach Freital, um sich mit den Landwirten aus der Region über ihre Probleme zu unterhalten. Hoher Besuch auf dem Weinberg in Pesterwitz. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner kam auf Einladung von Professor Roland Wöller nach Pesterwitz. Der Chef vom Gut Pesterwitz, Lars Volde, fuhr die beiden über den Weinberg. Julia Klöckner ist ehemalige Weinkönigin aus Rheinland-Pfalz und war selbst auf einem Weingut aufgewachsen. Dadurch ist sie stark mit der Landwirtschaft verbunden. Die Einladung für einen Besuch in Pesterwitz liegt schon sehr lange zurück. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kultusminister mal besucht habe, auch in Rheinland-Pfalz sozusagen, auch bei dir unterwegs war. Wenn man nach Rheinland-Pfalz kommt, ist es natürlich eine Weinbauregion par excellence und gerade du als Weinbaukönigin oder Weinkönigin. Und damals habe ich gesagt, na, ich habe auch einen Weinberg bei mir zu Hause. Ja. Das hast du mir nicht so richtig geglaubt. Insofern hatte ich schon damals die Einladung ausgesprochen, ja, dann kommst du nochmal vorbei. In der Besenwirtschaft vom Gut Pesterwitz kam sie mit Landwirten aus der Region ins Gespräch. Im Mittelpunkt standen deren Anliegen und Probleme, welche die Ministerin mit nach Berlin genommen hat. Dieses Jahr findet der 27. Jahrgang des Festivals Sandstein und Musik statt. Die Festivalreihe hat schon mehrfach in Dippoldiswalde Halt gemacht. Auch Anfang Oktober wird es wieder ein Konzert in der Stadt geben. Professor Güttler, der künstlerische Leiter, war in der Stadtkirche, um die letzten Absprachen zu treffen. Am 5. Oktober findet in der Dippoldiswalder Stadtkirche ein besonderes Konzert im Rahmen des Festivals Sandstein und Musik statt. Professor Güttler besuchte im Vorfeld der Veranstaltung schon einmal die Dipser Stadtkirche. Herzlich begrüßt wurde er hier von Pfarrer Sebastian Schurig.
Das Leipziger Bachkollegium unter Leitung von Professor Ludwig Güttler präsentiert hier am 5. Oktober in Dippoldiswalde Sonaten, Konzerte und Motetten barocker Meister in einer Kirche, welche Professor Güttler besonders am Herzen liegt. Das Besondere ist so, dass die Menschen, die hier gebaut haben, gut, die haben den Erfordernissen nach, manche haben dann noch eine Empore eingebaut, weil im Bevölkerungswachstum und nach dem 30-jährigen Krieg, das war ja nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung am Leben und dann auch durch nach diesen vielen Todeserfahrungen im 30-jährigen Krieg, sind alle Künste aufgeblüht. Leben war dann die Devise. Nicht? Sie spüren das in der Malerei, im Orgelbau, in der Musik, eigentlich in allem. Und diesen Lebenswillen und diese Dankbarkeit, selbst am Leben zu sein und dazu beizutragen, weiterzuleben, das drückt sich in manchen Bauten aus. Das hier ist eine Bauphase, die noch auch gotisch beeinflusst ist. Und die Kirche ist konzipiert auf diesen wunderbaren Altarraum, der, um jetzt rede ich als Musiker, der für unsere Belange des Musizierens ideal ist. Erstens, er ist räumig, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein Raum für sich, der eine wunderbare klangliche Ausstrahlung in das Schiff hat. Er hat zwei Ebenen, die die Ausführenden auch vom letzten Platz aus sichtbar machen. Denn was man sieht, hört man auch besser. Das ist auch eine Erfahrung heute. Früher hat man ja, wenn man nur hören wollte, die Augen geschlossen. Das gibt es heute auch in solchen innerlichen Momenten. Aber wir sind ja ein durch die Optik verführtes, sprich Fernsehen, Menschengeschlecht. Ja? Wir können weder richtig hinhören, noch draufhören, noch zuhören, noch hineinhören. Und die Musik fördert dieses etwas verkümmerte, vom Schöpfer uns zugedachte, wunderbare Eigenschaft. Das Auge kann sich anpassen, das Ohr nicht. Das Ohr bleibt immer hundertprozentig ausgeliefert und als Partner gegenständlich. Und insofern ist diese Kirche hier nahezu ideal. Und die Bemühungen auch gerade um die Orgel, die ist ja auch schrittweise erneuert worden, macht es uns immer wieder angenehm und mit Freude, dass wir hierher kommen, egal in welcher Besetzung. In dieser für Musiker nahezu idealen Kirche wird am 5. Oktober das 20. Konzert des 27. Jahrgangs von Sandstein und Musik stattfinden. Raritäten und Schätze sind Programm, heißt unser Konzert. Und das ist auch ein Stück Motto zu dem allgemeinen Motto Schätze unserer Heimat. Und Schätze müssen immer gesucht, gefördert und gegraben werden. Es gibt den Beruf des Schatzgräbers und das sind wir im übertragenen Sinne auch. Und wir können es immer beweisen. Und die Menschen, die das dann hören, bestätigen uns, dass diese Schätze zurecht gehoben worden sind. Das ist viel Arbeit. Leipziger Bachkollegium ist auch Arbeit. Das habe ich 1976 als erstes meiner Ensemble gegründet. Mit Kollegen des Gewandhausorchesters in Leipzig. Ich war ja erst mal so ein Studium in Leipzig. Dann habe ich noch 2-3 Jahre in Leipzig gelebt. War in Halle im Händel-Festspielorchester. Ich nach Dresden kam 1969. Und seitdem musizieren wir in diesem Ensemble und in den anderen auch. Und bei Sandstein Musik regelmäßig zur Freude von uns. Und die teilt sich dann denen mit, die kommen. Wir haben dann auch Freude daran. Und wir spielen in der Besetzung Trompete, das mache ich selber, Flöte, Oboe, Geige, Cello, Kontrabass und Cembalo. Und ich kann mal, und wir haben diesmal immer auch eine Besonderheit dabei, wir haben also auch geistliche Musik, wir sind ja nicht in irgendeinem Raum hier in dieser Kirche. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, auch hängt mit dem Mitarbeiter der Frauenkirche zusammen, das ist der 126., es gibt eine andere Zählung, 127. Psalm, Nisi Dominus, also auf Deutsch, wo der Herr nicht das Haus baut, bauen die Bauleute umsonst. Das ist mein Großvater immer, wenn Richtfest war, auswendig auf dem Bau oben rezitiert. Und da machen wir eine Vertonung von Heinichen, dem einen der Dresdner Hofkapellmeister, mit dem Solisten, mit dem
Benjamin Glaubitz, mit dem wir auch viel musizieren, ein Tenor, ein Oratorien, ein Tenor. Und dann Bachkantaten in dieser Besetzung. Wir haben Quanz, wir haben Poglietti, das ist, der schafft die Verbindung zwischen Wien, Böhmen und Dresden. Die Verbindung ist sowieso unendlich fruchtbar. Und wenn ich die alle hierher zählen wollte, welche Verbindungen in Europa existiert haben, als Selbstverständlichkeit aus der Erziehung und Bildung der Komponisten, aus der Veränderung ihrer Anstellungsverhältnisse, geht das zwischen Paris und Warschau und zwischen Schweden und Rom und zwischen Böhmen und Frankreich in einer unglaublichen Vielfalt hin und her. Und die Menschen haben eben mehrere Sprachen gesprochen und auch in der Sprache der Musik haben sie mehrere Sprachen gesprochen. Die Geschmäcker waren überall anders, haben nicht das vereinheitlichte Fernsehen oder den European Context gehabt. Nicht? Und die Kompositionen von damals sind unvergessen. Wissen Sie noch, was vom vorigen Jahr dort bei dem Europa sucht einen Superstar gesungen wurde? Na, sehen Sie, das ist schon vergessen. Also das, wir bringen Bleibendes und wir tragen dazu bei, dass es bleibt. Und deshalb lade ich alle Menschen, die jetzt das Glück haben, ihre Sendung zu sehen, lade ich ein. Sie haben keinen Grund, das hinterher zu bereuen. Ganz im Gegenteil, sie werden sich wundern, warum sie nicht vorher schon da waren. Und an diesen Verwundern werden wir sie weiter verstärken. Es wird also ein musikalisch wirklich fantastischer Abend mit Schätzen und Raritäten, auf den sich der Hausherr Pfarrer Dr. Sebastian Schurig schon freut. Er ist schon lange ein Fan von Professor Güttler und seiner Musik. Also ich muss ehrlich sagen, die Freude begründet sich zunächst erstmal darauf. Ich bin erst seit 2011 hier in Dippoldiswalde Pfarrer und vorher habe ich zum Beispiel jetzt jemanden wie Herrn Güttler noch nie live erlebt, auch noch nie persönlich kennengelernt. Das war für mich immer ein Name, der also ganz weit weg war. Auf der anderen Seite schon sehr nah. Wir sind eine sehr musikinteressierte Familie gewesen. Ich bin auch in der Kirchgemeinde groß geworden. Und insofern haben wir diverse Schallplatten, festliche Bläsermusik zur Weihnacht aus der DDR-Zeit und ähnliche Dinge immer gehört eigentlich. Und dann hierher nach Dippoldiswalde zu kommen und plötzlich jemanden wie Herrn Güttler fast als Stammgast in unserer Kirche begrüßen zu dürfen, das ist schon eine tolle Sache. Und wirklich jedes Mal anders. Das erste Konzert war mit Herrn Kircheis gewesen, Orgel und Trompete. Das zweite Konzert war dann mit den Virtuosi Saxonie hier vorne im Altarraum. Und jetzt kommt das dritte. In meiner Zeit, vorher war Herr Güttler ja auch schon öfter hier gewesen. Und das dritte jetzt mit dem Leipziger Kollegium. Es ist jedes Mal anders, es ist jedes Mal ein Genuss. Und ich freue mich auch riesig da immer wieder, dass solche Konzerte eben auch mal in der Provinz stattfinden. Jetzt mal nicht gegen Dippoldiswalde, wir fühlen uns schon auch ein bisschen als Stadt, aber gegenüber Dresden ist schon klar, was wir sind. Und man könnte immer sagen, die Leute können ja auch nach Dresden fahren, wenn sie gute Musik hören wollen. Aber es ist eben auch wichtig, dass Kultur auch hier aufs Land hinauskommt, ins Osterzgebirge in diesem Falle und in die Sächsische Schweiz. Und dass die Leute eben auch hier gute Musik, hohe Kultur einfach erleben können. Musik, die auch für solche Räume, in denen wir uns jetzt gerade befinden, auch geschrieben worden ist und die hier immer wieder gut klingt. Es ist eine Riesenfreude für mich, dass Herr Güttler mit dem Leipziger Kollegium hierher kommt. Freue ich mich sehr drauf. Konzerte in der Provinz, das ist auch das Hauptanliegen von Sandstein und Musik. Künstlerisch hochwertige Konzerte an den unterschiedlichsten Orten machen Kunst für viele erlebbar. Karten für das Konzert in Dippoldiswalde können Sie ab sofort erhalten. Und so freuen sich Professor Güttler und Pfarrer Schurig schon auf diesen 5. Oktober, angefüllt mit musikalischen Raritäten und Schätzen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Magazins angekommen. Nächste Woche gibt es hier an dieser Stelle wieder aktuelle Themen aus der Region. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind und verabschiede mich bis dahin. Genießen Sie den Sommer, Ihr Ronny Birner.